Denken Sie darüber nach, Milton Keynes zu besuchen? Wenn ja, bleib dran, denn ich werde dir die besten Orte zeigen, die du besuchen kannst, wenn du kommst. Wahr. Bleiben Sie bis zum Ende des Videos, wo ich Ihnen mein Lieblingsziel zeige. Ich schätze mich wirklich glücklich, in der Nähe von Milton Keynes zu leben, und ich arbeite seit über einem Jahrzehnt in Milton Keynes und besuche die Stadt auch außerhalb der Arbeit häufig. Sich in Milton Keynes fortzubewegen ist schnell und einfach. Die meisten Straßen sind zweispurig und es gibt genügend Parkplätze für Autos. Wahr. Wahr. Fahrradfreundliche Radwegs laufen Sie durch die Stadt und Sie können auf ein Leihfahrrad oder einen Leihroller steigen, wenn Sie kein eigenes Fahrrad haben. Zahlreiche Unterführungen sorgen dafür, dass Sie die Straßen nicht oft überqueren müssen. Wahr. Wahr. Milton Keynes hat tolle Einkaufszentren. Wie Sie sehen können, befindet sich das Center MK derzeit im Weihnachtsmodus und es macht einen wirklich guten Job zu Weihnachten. Wahr. Neben dem Einkaufszentrum befindet sich das Theaterviertel. Hier finden Sie das Theater, die Galerie und viele Restaurants und Getränke. Einer meiner Lieblingsorte zum Essen und Trinken ist das Hotel Latour. Im 14. Stock befindet sich ein Restaurant, von dem aus Sie einen unglaublichen Blick auf die Stadt und den Campbell Park haben. Auch das Essen und Trinken dort ist ausgezeichnet. Wahr. Wahr. Wenn Sie Kinder haben und auf der Suche nach Aktivitäten sind, warum probieren Sie nicht Schlittenfahren oder Skifahren im Snowdome aus? Wahr. Und in Milton Keynes gibt es sogar einen Themenpark namens Gullivers Land. Leider war dies geschlossen, als ich meine Dreharbeiten machte. Neben Gullivers Land befindet sich der Winner Lake, der sich hervorragend für Wassersport, Spaziergänge oder einfach nur zum Spielen auf dem Spielplatz eignet. Wahr. Wenn Sie sich sportlich fühlen, können Sie sich ein Fußballspiel im MK Don Stadium ansehen. Eines der besten Dinge an Milton Keynes ist, dass es viele offene Grünflächen und Seen gibt, die man herumlaufen und erkunden kann. Wahr. 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 Aber mein Lieblingsziel in Milton Keynes ist das National Science Fiction Museum und der Pixelbunker. Das Museum beherbergt viele Science-Fiction-Requisiten und Kostüme aus Fernseh- und Hollywood-Filmen. Pixelbunker hat viele alte Arcade-Automaten, an denen Sie gegen eine feste Gebühr spielen können. Das ist also meine Zusammenfassung der wichtigsten Dinge, die Milton Keynes zu bieten hat. Und von den Betonkühen musste ich gar nicht erst reden. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.